Okay, so und hallo, ich habe einen Fehler gemacht. Wie man sehen kann, habe ich Into the Wilds, die Hauptquest, jetzt fertig. Ich habe alle Sachen zusammen. Es hatte ich auch eine Zeit lang, hat mir ein was gefehlt, der Bone Ring. Blöd ist, wenn man nicht drauf achtet. Ich habe nicht drauf geachtet. So, Ring of Meditation, Bone Ring. Wenn ich den Bone Ring jetzt in die Truhe reinmache, ist er nicht mehr da. Jetzt ist die Quest nicht abgebbar, weil es in der Truhe drin ist. Habe ich nicht aufgepasst. Und. Wow! Yay! Ich habe die Quest abgeschlossen. Jetzt habe ich ewig gebraucht, weil ich nicht reingeguckt habe in die Truhe. Tja. Und da ist es. Jetzt kann ich ja nicht die Hauptquest abgeben gehen. Das mache ich jetzt auch mal. So, auf zu Marcos. Ich kann jetzt die Quest beenden. Und es gibt aber die nächste Quest. Also. Bei der Beta ging es genau bis hierher, dann war Schluss. Also besser, dann war Schluss, aber dann war das die Hauptquest soweit geschafft. Ne, da gibt mir relativ wenig XP dafür. So, und jetzt muss ich die Puzzleteile finden, genau. So, gut. Dann gehen wir jetzt mal die Puzzleteile suchen. Müsste jetzt ganz hinten sein, die Quest, weil ich die zuletzt bekommen habe. Was ist das denn hier? Was ist denn hier? Muss Instanzen machen oder was? Nee, der Grim Reaper. Achso, das sind die Quests, die ich gemacht haben muss. Um das fertig zu haben. Okay, soll mich jemand nicht weiter interessieren? Hier sind die Puzzleteile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. So, dann den Alien habe ich gleich hier. Aber da sind ganz viele böse, hohe Gegner. Mal sehen, ob ich da gleich rankomme. Auch wenn ich danach da vielleicht dran sterben werde. Wir werden sehen. So, wo ist es denn? Da sind ganz viele, muss er hier sein. Da sind ganz viele hohe Gegner. Den einen habe ich bei den lila Blumen gefunden, so aus Versehen. Aber den, da kann ich es mitnehmen, wo man die Quest nicht für hat. War also wieder das Problem, konnte ich nicht mitnehmen, muss ich nochmal hin. Aber ist alles nicht so wilde. So stehen die Gegner, glaube ich, recht ganz gut, hä? Da muss ich wohl vorbeikommen. Scheint, es hätten die Gegner genau mein Level. Naja, der ist sogar schwächer. Und hier stehen die Spinnen in der Luft. Na gut. So, erste habe ich. Mit einer Rune drauf. So, da bin ich jetzt bei dem zweiten Objekt, wo ich einen Teil von den Puzzlen finde. Gibt ja insgesamt 7. Und. Ey, was soll das? Nerv mich nicht. Muss Sachen collecten, nicht Viecher töten. Naja, komm, jetzt bringe ich es schnell um. Hoffe ich. Das Problem mit Heilern, die dauern so ewig. Da gehst du mal drauf. Heiler. Mir fehlt irgendwo der Damage, um das Ding tot zu kriegen. Aber das dauert halt Stunden. Na komm. Na da, ja klar, kurz zum Schluss. Geh doch mal drauf, ey. Na komm jetzt. Ist das sein Ernst? Echt leicht verdiente 320 XP. So, da sehe ich es doch schon. Ein Stück Puzzle. Komischerweise ist hier nichts drin. So, da habe ich den zweiten. So, nach dreimal verlaufen habe ich es dann doch mal gefunden. Und jetzt sieht man hier diese komische große Hecke. Und ja, jetzt bin ich ja durchgelaufen, ne? Hier sind die Gegner ziemlich stark. Die muss ich irgendwie umgehen. Oh, eine Kokosnuss. Ich habe gehört, die kann man einsammeln. Oh,
Meine erste Kokosnuss. Gut, jetzt muss ich da irgendwie durchkommen. Ich bin noch nicht im Kampf. Ich muss hier rüber in das Gebäude. Aber hier steht alles full. Es ist nicht so gut hier. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Lässt du mich einfach gehen? Ich häng fest. Problem ist, die drehen sich so bescheuert und machen gut Schaden. Und da lasse ich mich gar nicht erst drauf ein. Und die dauern ewig, weil es da so Bosse sind. Ich muss jetzt einfach mal hier durchkommen. In Hoffnung, dass er mich in Ruhe lässt. Gut, und jetzt. Warte mal. Rein in die gute Stube. Und da ist das nächste Puzzleteil. Da. Wenn man weiß, wo es ist, geht das rucki zucki. Aber auch eher per Zufall rausgefunden, wo es ist. Bin ich jetzt auch nicht böse drüber. Das habe ich 3 von 7. Da liegt der Würfel wahrscheinlich. Da liegt was. Da ist der Würfel. So. Und wie gesagt, mit den Blumen findet den kein Schwein. Und es war reiner Zufall, dass ich da mal dran gelaufen bin, dass ich da vorbeikam. Mieses Ding, mieses Ding. Ah, da ist die Rune. So. Ich muss mir angewöhnen, bei den Spielfeldern immer die Grafik nochmal runterzustellen. Dann finde ich gleich viel mehr. Und sehe mehr. Gut, jetzt muss ich zur Wüste. Gleich mal voll hochheilen hier. So. Kommst du zurück? Da ist er. Und weg. Da ist er. So. Da macht er da ziemlich offen den Vergraben. Irgendwas wird Zufall sein. Jetzt greift er sogar 3, 4 Mal an. Jetzt wird's schwer. 888. Oh. Gleich auf Anhieb eine gute Waffe gekriegt? Zeig mal her, ja. 1000 Attack und Stärke. Ich weiß nicht, ob Stärke gut ist für die Klasse. Wahrscheinlich eher nicht so, aber. Ja, geil. Das sieht genauso aus anscheinend. 1000 Attack. Finde ich nett. Nehme ich doch gerne an mich. 1000 Attack ist toll. Play auf Anhiebe. Bist du gerade nachgespawnt in der kurzen Zeit? Schießt denn das Ding hin? Wurm? Wird schon entgegengeheilt. Wo ist er denn da? Ja, also wenn sie angreifen, ziehen sie. Oh! Fuck, das überlebe ich nicht. Okay, schnell weg. Könnte sein, dass ich, wenn der Würfel da drin ist, denke ich mal, ich könnte den kriegen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sich das Ding ständig vergräbt. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Sollte der Würfel da sein. Aber so viele Stellen fallen mir gar nicht mehr ein. Aber ich finde es cool, dass ich gerade eine 1000 DPS-Waffe so gefunden habe. So. Zum Heilen, heilen und weg. Da ist er, da ist er. Ja, klar. Gut versteckt. Wo soll er auch sonst sein? Mitten bei den starken Würmern. Ich gehe dann mal und tschüss. Oder nicht? Ja, das überlebe ich nicht. Jetzt kommt der nächste Wurm und kloppt mich. So. Ich bin hier wieder am Absuchen. Und ich habe jetzt schon, jetzt von Weitem sehe ich gerade da einen Gegenstand, einen ziemlich großen Gegenstand, einen sogar vielleicht etwas eckig aussehenden Gegenstand. Ich gehe davon aus, das wird mein Questgegenstand sein. Und das ist doch mal super. Und ich würde sagen, ja, das ist er. Gucken wir aufs Buch. So, hier sind die ganzen Würfel. Na komm. Na komm her. Muss ich das jetzt. Hat er eine Rune, ja, oder so ähnliches.
Mensch. Komm gerade von draußen. Ist gerade anders. So. Collect Frosted Split. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, wo da ist, und das wird ziemlich kacke. Oh. Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Oh. Der war jetzt gar nicht mal so schwer zu finden wie gedacht. Ja, klasse. Na, klasse. Quest completed. Ich muss noch mal kurz zu meiner Leiche, die ich nicht sehe. Ist er weg oder was? Nee, da. Ich gehe mal zu meiner Leiche, hol die ab. Wegen Repkosten minimieren. Wie kriege ich denn 200 RAM, ohne am Questgeber zu sein? Dann gucke ich mal, wo ich hin muss, um die wieder abzugeben. Oh, gab jetzt schon. Oh, so. Ich habe die XP gleich bekommen und das Geld. Okay. Mal sehen, ob es eine Folgequest oder irgendwas gibt.